Für jeden, nee, das lohnt sich nicht, weil wenn ich das mache, verliere ich das, den Bonus fürs Mineral. Allerdings kann ich noch einen Giftaspekt draufpacken. Also das haben wir schon mal geschafft. Gut, dann gehen wir mal zu dem hier. 60 Nahrung wird schwierig. Okay, erstmal Nahrung. Wie mache ich die Nahrung am besten? Am besten vielleicht mal ein Tier. Auf jeden Fall machen wir hier einen Fisch hin. Und eine Pflanze. Mal schauen, ob das was bringt. Oh, haben wir sogar eine gute Kombi hinbekommen. Für jede Nahrung. Oh, Blattaspekt. Ich warte, bis ich den Wachstumsbeschleuniger habe, okay? Mal schauen, was die eigentlich hier hinten wollen. Oh, okay. Nee, das schaffe ich nicht. Oh, ein Waldbotschafter ist erschienen. Der geht nicht, der geht nicht. Also gibt man es dem Tier. Also unserem Wasserriesen. Okay, der bekommt einen Fruchtbarkeitsbeschleuniger. Für jedes Nahrung Blatt. Oh, falsch, falsch. Blatt. Für jede andere Pflanze. Es bringt uns nichts, weil wir keine andere Pflanzen haben. Vielleicht doch wieder ein Fruchtaspekt. Okay, der hat jetzt einen Riesen, dann gibt man hier noch ein Tier hin, weil das sammelt sich dann. Auf 60, das schaffen wir, denke ich. Aber die Technologie, das wird schwierig. Außer, was war das nochmal? War das ein Kraut zuerst oder eine Pflanze? Ja, okay, Nahrung schaffen wir. Das schaffen wir auch, aber ich will hier nicht zu weit das steigern, sonst werden die gierig. Also das lassen wir erstmal. Dann gehen wir jetzt zu dem hier. Okay, was wollen die? 120 Nahrung. Wie soll ich das schaffen? Gold könnte ich schaffen. Aber Nahrung, wie schaffe ich die Nahrung schaffen? Okay, ich könnte einen Exotik-Aspekt draufpacken, dann wird es wahrscheinlich Nahrung. Okay, 18. Geht es nicht? Ach, das ist Veredelung. Oh. Okay. Also mache ich mal hier einen Fruchtbarkeitsaspekt. Und dann Veredelungsaspekt. Der kann eigentlich da bleiben, wie ich finde. Gut, dann kommt hier ein Veredelungsaspekt drauf. Wie soll ich da 120 Nahrung schaffen? Moment mal, Relikte. Ach, das ist blöd, weil hier, obwohl. Relikte. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz mit den Relikten. Falls neben einer Pflanze. Okay, das wird natürlich dann noch mehr Gold bringen, gell? Gut, dann kann ich noch mal ein paar Veredelungsaspekte draufhauen. Ah, für jedes Tier. Ich könnte natürlich noch ein paar Tiere dran machen. Das sollte natürlich gehen. Ja, okay, ich könnte vielleicht das mit der Nahrung doch schaffen. Dann bräuchte ich vielleicht hier nochmal einen Fruchtbarkeitsbeschleuniger. Gut, dann machen wir hier noch ein Tier, dann hätten wir drei Tiere und der gibt ja für jedes Tier bis zu dreimal. Okay, dann haben wir das schon mal. Hier machen wir einen Fruchtbarkeitsbeschleuniger drauf und geben Veredelung hinzu.
Na. Das lohnt sich doch. Halt. Ja, jetzt haben wir so richtig viel Gold. Mehr sollte ich vielleicht auch nicht steigern, sonst werden die gierig. Gut, jetzt gehen wir mal zum anderen Dorf wieder. Jo, da könnte ich jetzt noch ein Kraut platzieren. Obwohl, ich könnte das hier veredeln. Da brauche ich aber wieder einen Fruchtbarkeitsbeschleuniger, dass es sich lohnt. Und die Nahrung, die schaffen wir. Oh, 5 Minuten. Okay, es wird ein bisschen knapp. Gut, dann machen wir hier ein paar Tiere und machen Mineralien dazwischen. Oh, Kristall. Wenn ich Kristall mache, gibt es auch Ehrfurcht. Und Ehrfurcht brauche ich. Falls neben einem Tier passt. Brauche ich aber hier nochmal ein Kristall. Nee, ich bin gut der Hoffnung, dass wir es vielleicht doch schaffen. Das heißt, wir machen hier erstmal Fruchtbarkeitsbeschleuniger. Was war es einmal? Gift, gell? Einmal Gift und dann zweimal Blatt. Gut, das passt. Dann sollten wir vielleicht auf die 140 kommen. Nee, das sollte passen. Dann bräuchte ich theoretisch noch ein. Oh, ja, ein bisschen knapp. Also der bleibt da hinten. Okay. Der geht mal mit dem mit dem Beschleuniger hier hin. Dann müssen wir mehr Gold sammeln können. Der macht hier noch eine Mine dazwischen. Herdenaspekt. Haben wir das überhaupt? Nein. Wir haben Wachstumsaspekt und Exotik. Okay, auf die Nahrung komme ich doch nicht. Oh. Oh. Aus Böse. Och nee. Ich soll sich doch hier gar nicht ansiedeln. Ach nee, egal. Also das schaffe ich nicht. Ich komme einfach nicht auf die Nahrung. Aufs Gold könnte ich kommen, aber auf die Nahrung nicht. Nee. Was, jetzt starten die hier nochmal was, oder wie? Och nö. Ich bin doch noch nicht mal hier fertig. Ja, also das Dorf ist mir jetzt egal. Ich habe gesagt, ich will mich nur auf drei Dörfer fokussieren. Gold könnte ich schaffen, aber nee, Nahrung auf keinen Fall. Nee, das kann ich leider nicht schaffen. Selbst wenn ich hier die Relikte aktiviere, das wird zu knapp. Kann ich nicht schaffen. Gut, das kann ich aber schaffen. Man kann nicht immer alle Projekte schaffen, das ist leider so. Man muss sich auch damit zufrieden geben, dass man es nicht schafft. Und das haben wir eigentlich. Oh, viel zu hohe Gier. Ja, aber wir schaffen. Das ist eigentlich geschafft. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Okay, hier ist auch ein Weiler, gell? Was braucht der Weiler? Wie soll ich 300 Nahrung schaffen? Nee, das schaffe ich auch nicht.
Das kann ich eigentlich nicht schaffen. Wie soll ich auf so viel Nahrung kommen? Jagdaspekt und Raubtieraspekt habe ich noch nicht. Deshalb kann ich die auch nicht weitermachen. Das könnte ich zwar machen, okay, aber dann geht die Technologie wieder runter. Könnte ich Kristall. Ich könnte das Kristall machen. Dann könnte ich wenigstens die Nahrung etwas steigern. Wobei, für jedes angrenzende Tier, dann geht natürlich der andere Bonus wieder runter. Allerdings, ich mach's einfach mal. Nee, hat sich doch nicht gelohnt. Gut, dann hätten wir hier einen Sumpfbotschafter. Alle haben hier vier Botschafter. Perfekt. Wer braucht. Oh, der bräuchte einen Sumpfbotschafter. Der bräuchte keinen. Also gebe ich dem Wassertier einen Sumpfbotschafter. Dann kann ich nämlich Wassertiere der Stufe 2 erschaffen. Was natürlich mir mehr Möglichkeiten gibt. Und das Dorf da hinten zerstöre ich einfach mal, dann können die sich theoretisch vielleicht ausbreiten. Die Makrele gibt ja jetzt hier zwei, ich sehe es nicht, weil hier der Balken ist A2 Nahrung. Und eine große Makrele gibt mehr Nahrung, nämlich 4. Ja, wenn ich hier jetzt überall Makrelen hinpflanze. Oh, wir haben auch noch den Herdenaspekt freigeschaltet. Da können wir einiges machen. Oh, okay, wurde zerstört. Passt. Wenn ich jetzt hier den Herdenaspekt mache. Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Nee, hat sich nicht gelohnt. Wobei, es hätte sich schon gelohnt. Ich hätte bloß nicht weiterentwickeln sollen. Weil hier gibt es ein bisschen mehr Nahrung durch den Herdenaspekt, oder? Falls wenigstens drei Natura, und das geht natürlich nicht, ist klar. Weil, aber hier, das steht nicht dran, das finde ich ein bisschen doof. Hätten ruhig dran stehen sollen, dass das erst ab Natura gilt, aber das sieht man hier leider nicht. Das ist das Problem, naja. Oder gilt es, wenn ich mehrere Tiere habe? Glaube ich nicht. Nee, das lohnt sich wirklich nur bei Tieren, die auf dem Land sind. Ja, dann mache ich immer noch ein großes Tier und dann steigert sich das schon. Gold könnte ich theoretisch schaffen, theoretisch. Ja, fehlgeschlagen. Hätte ich aber eh nicht schaffen können. Hier steht für jeden Löwenzahn. Okay, wenn ich jetzt hier ein Kraut hinmache, das ist ja Löwenzahn, dann gibt es mehr Nahrung. Allerdings kriege ich halt kein Gold. Das ist das Problem. Oder kann ich irgendwie Gold hier machen? Nee, geht nicht. Aber Technologie!
Ja, dann könnte ich hier eine Mine machen. Das könnte vielleicht klappen sogar. Veredelung. Falls neben einer Pflanze. Das könnte sich sogar lohnen. Ich könnte es vielleicht doch schaffen. Falls neben Nat okay, Natura, wie viel Natura hat es? Ich könnte es vielleicht mit dem Gold doch schaffen. Bringt es was? Nee, hat nichts gebracht, egal. Außer ich mache noch ein Gift drauf. Nee, hat sich eigentlich nicht gelohnt. Nee, leider nicht. Das ist große Makrele, normale Makrele, mache ich große drauf. Also ich glaube, das schaffen wir vielleicht. Wir haben aber sehr viel Gier, das ist problematisch. Naja. Okay. Oh. Nee, ich mache hier noch eine neue Mine. Aber ich mache einen Fruchtbarkeitsaspekt drauf, weil dann habe ich immer die perfekte Veredelung. Und die gibt natürlich einen besseren Bonus.